Jo Leute und herzlich willkommen auf unser Kanal. Ja, heute werde ich zeigen, wie ihr ganz einfach Cooking Fever hackt. Das ist so ein Spiel mit, da muss man Essen servieren und so. Ich glaube, das kennen ja manche. Und heute werde ich zeigen, wie ihr ganz einfach das hackt oder herunterladen Mod. Also, für den selber zu hacken, braucht ihr erst Cooking Fever normal herunterladen müsst ihr also. Also, ihr müsst vom Play Store das Cooking Fever normal herunterladen. Ich lade das herunter. Ja, es ladet. Und gleichzeitig geht einfach in Google Play. Dann schreibt ihr einfach Game Killer oder Link zum Beschreiben geben. Könnt ihr einfach gehen und schauen und herunterladen. Ja. Dafür braucht ihr aber Root. Und später werde ich zeigen, wie ihr ohne Root auch herunterladen könnt. Das ist auch leicht. Ihr müsst einfach GameKill herunterladen. Wenn ihr das verwenden wollt, dann müsst ihr routen. Und ich habe schon ein Video dafür gemacht, wie ihr eure Handy routet. Also mit Samsung, ja. Dann ladet ihr einfach das herunter. Ich habe es schon heruntergeladen. Ja. Das werde ich gleich zeigen. Das noch. Ja, da habe ich Game Killer. Ja, da. Dann öffnet ihr es einfach. Dann drückt ihr auf OK. Dann bekommt ihr sowas routed. Ihr müsst jetzt nur warten, bis das Cooking Fever runtergeladen ist. Das überspringe ich. Ja, wie ihr das seht, meine ist fertig. Dann geht ihr einfach in Cooking Fever rein. Warten. Ups. Muss die erste Mission und so beenden. Ich überspringe das. Thank you.
werde da oben set. Jetzt habe ich für 14.582. Also ich muss über 10.000 um zu haben, damit das funktioniert. Dann gibt es einfach in dem Killer der Zahl. 14.582. Das ist oder. Wie ihr seht, es gibt nur eins. Bei manchen kommt es immer mehr und mehr. Deshalb muss man. Ihr müsst immer mehr Geld verdienen, um das nur eins zu bringen. Oder ihr müsst den Vollversion vom Lucky Patcher das resistieren und dann habt ihr schon. Dann klickt ihr einfach auf das Zoll. Danach schreibt ihr einfach nur, was ihr wollt, wie viel ihr wollt. Schreibt das. Dann okay. Dann ihr müsst ein bisschen warten. Ich gehe zurück. Dann komme ich wieder rein. Es klappt, es dauert ein bisschen dann. Ich spiele noch einmal eine Runde, vielleicht klappt es dann. Spielen. Den zweiten. Okay. Ups, wish. Überspringe das dann. Wie ihr seht, ich bin fast am Ende. Ja, ich bin fertig. Jetzt muss es einen klappen. Ah, wie ihr da ganz oben seht. Warte, ich zeige es ein bisschen später. Okay. Warte, ich muss das Game das weg. Okay. Wie ihr da schon seht, da kommt 10, keine Ahnung, buch. Ja, mit dem gleichen könnt ihr auch den Diamant da hacken, das werde ich euch gleich zeigen. Aber dafür braucht ihr ihnen so 10 Diamant. Jetzt habe ich 4, ich gebe den 4. Nein, danke. Wir gehen Hauptmenü. Ich gebe den das ein, gibt das dir das Zahl da in Gamekiller ein, da steht 4, suchen, wieder D-Wort, da steht 3.838.931 Items, also das, ich muss nochmal spielen, um das zu vermehren. Das überspringe dann auch. Wie ihr das seht, jetzt habe ich 8 Diamant. Das gebe ich da ein. Und das sind sehr viele. Ihr könnt einfach da gehen. Dann Data Control. Ganz unten. Da steht Modify All Values. Aber das könnt ihr nur machen, wenn ihr den Vollversion vom Game Killer freigeschaltet habt. Und ich werde zeigen, wie das geht. Also ihr braucht dafür Lucky Patcher. Ich gebe einfach 999. Okay. Dann warte ich ein bisschen. Dann spiele ich nochmal eine Runde. Und ja, wie ihr da oben ganz seht, beim Diamant, da steht 1215752191. Also ja, so könnt ihr einfach das hacken. Und zweite Methode ist, da braucht ihr kein Root, also das ist ganz leicht. Das werde ich euch zeigen. Ich aktiviere das. Dafür braucht ihr einfach AC Market. Ich habe schon bei sehr vielen Spielern das benutzt. Und Links in Beschreibung geben, könnt ihr einfach schauen. Das müsst ihr euch einfach installieren. Ich habe schon. Ja, wie ihr das seht, ich hab das, geht einfach eine. Dann schreibt ihr da einfach Kuckenfeber. Ich hab schon. Das erste. Und ja, da, wie ihr das seht, Unlimited Coins und Gems. Ja, das kriegt ihr dann. Ich muss einfach das installieren. Ja. Das ist
wenn ihr installiert habt, das kriegt ihr. Und ja, und ich zeige euch jetzt, wie ihr den Vollversion vom Game Killer freischaltet. Also ihr geht einfach beim Game Glocky Patcher eine. Ah, dafür braucht ihr auch Root. Dann drückt das Game Killer lange, bis das kommt. Wartet. Nein. Dann Patch Menü öffnen. Dann statt individueller Patch. Vom da 3 könnte einer versuchen. Ich versuche den unteren. Den Patch anwenden. Das dauert ein bisschen. Ja, wie ihr das seht, es ist grün, aber wenn es rot ist, müsst ihr mit anderen versuchen. Da steht Game Killer Pro Unlocker und so alles. Also mit dem dann könnt ihr den Modifier All Values benutzen. Ja, das war's dann mit dem Video und lasst ein Like da, wenn es euch gefällt und abonnieren nicht vergessen. Ciao.